Wir machen uns in diesen Zeiten viele Gedanken und auch Sorgen. Ich bin froh und dankbar, dass ich in meinem Glauben als Christ diese Gedanken und Sorgen, was mich bewegt, vor Gott bringen kann und möchte das in diesem Gebet tun und Sie einladen, das mit mir zu tun. Gütiger Gott, du mutest uns viel zu in diesen Tagen. Wir sind ratlos, trotz vieler Ratschläge, an die wir uns auch halten wollen, aber ratlos, was wirklich angesichts der Epidemie zu tun ist. Das Zusammenleben ist so schwierig gemacht. Wie viel Abstand müssen wir halten? Wie zeigen wir uns Zuneigung ohne Berührung? Die Zusammenhänge sind auch so kompliziert. Große Einschränkungen des Alltags erleben Eltern und ihre Kinder, aber eben auch die Alten, die für sich bleiben sollen. Die Maßnahmen, die getroffen werden, reißen uns aus alten Gewohnheiten. Wie gehen wir damit um, dass wir anders zu Hause oder gar nicht mehr arbeiten dürfen? Und andere kommen kaum nach mit der Arbeit, weil sie im Gesundheitswesen tätig sind, in den Krankenhäusern, als Helfer und Helferinnen an vielen Orten. Werden wir diese Epidemie gemeinsam meistern? Reicht die Einsicht aller? Oder werden durch die Gedankenlosigkeit einiger, durch ihren Egoismus bald noch ganz andere Verordnungen nötig sein? Guter Gott, wir wünschen uns von dir, dass du uns das richtige Maß schenkst, aus Vorsicht und Gelassenheit. Mach uns stark darin, für andere mitzudenken und sie dennoch nicht zu bevormunden. Mach uns lernfähig, so dass wir aus dem Erlebten etwas mitnehmen für die Zeit danach, so dass es auch etwas Gutes hat, was du uns jetzt zumutest. Und, gnädiger Gott, auch wenn die Prognosen andere sind, wir bitten dich, in deiner Gnade, in deiner Macht, mein baldiges Ende dieser Zeit des Sterbens und der Ängste davor, sei und bleibe bei uns alle Tage.